Hallöchen, nächster Versuch. Wir versuchen ganz viel zu erklären, was wir machen, wenn wir spielen. Wir spielen gerade gegen einen 1750er, 1800er auf Wubli 1 gegen 1. Sind selber mit dem Smurfnik unterwegs und kriegen hier die Perser. Spielen Arabien. Perser natürlich erstmal ein Kavallerievolk, das heißt, wahrscheinlich starten wir mit Scouts. Ist aber auch möglich, dass wir mit Schwertkämpfern starten. Müssen wir ein bisschen schauen. Bauen natürlich die Standardhäuser am Anfang, wie ihr es kennt. Und, oh, habe ich den richtig geklickt? Ja, ich glaube schon. Man spielt immer mit 6 auf Schaf, außer wir haben Briten oder Chinesen, wo man ein bisschen was anpassen kann. Ansonsten ist das die magische Anzahl, um die Dorfwohnerproduktion am Laufen zu halten hier fürs Dorfzentrum. Gold ist schön passiv, erlaubt uns einige Strategien, die ein bisschen defensiver sind. Genauso wie dicke Holzspots hinten, das ist schon wahrscheinlich eine der besseren Karten. Bären allerdings offensiv, müssen wir ein bisschen schauen, wie wir es anpassen. Er selber ist Italiener. Wir wollen nochmal ein Schaf schnell ins Dorfzentrum kriegen hier. Und gehen erstmal auf das Holz, was ein bisschen näher dran ist. Haben wir kurze Laufdistanz und das ist ziemlich beschützt. Und später dann können wir auf das obere Holz gehen und da ein bisschen weiter unsere Wirtschaft aufbauen. Schaut nach einer ziemlich guten Karte aus bis jetzt für uns, abgesehen halt von den Bären. Wenn die Bären noch hier hinten sind, kann man halt richtig wilde Strategien spielen. Sowas wie ein Drush Fast Castle wäre da auf jeden Fall eine Option. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Versuchen hier immer auf den Baum zu Mike schon, der ein bisschen diagonal dahinter ist. Einfach nur, weil es dann ein bisschen effektiver wird, sobald ein paar Bäume weg sind. Haben noch kein Schwein gefunden. Das haben wir ein bisschen verdröstbraddelt hier. Da haben wir eins. Machen die ersten 4 Schafen, holen wir mal das erste Schwein. Dann gehen die Dorfbewohner rüber zu Bären. Haben jetzt nur 3 auf Holz. Hab mich entschieden, Scout zu spielen gegen den Italiener, der echt verschiedene Möglichkeiten hat. Ich persönlich liebe es, mit Italienern Drush FC zu spielen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn Leute auf Scouts gehen wollen. Und ich finde es auch nicht unlogisch, wenn er selber Schwertkämpfer spielt. Das heißt, wir müssen hier gut erkunden, was er macht. Es gibt ja andere Völker, bei denen es ein bisschen klarer ist. Und bei Italienern habe ich das Gefühl, müssen wir ein bisschen was erkunden. Hier ist das andere Schwein. Das heißt, ich baue hier noch ein Haus. Und dann wird der Dorfwohner, der da relativ weit schon vorne steht, sich noch das andere Schwein schnappen. Ha, Nidis Boss, mein Vater, ist gerade, ja, hat mal wieder den Subscribe-Button gefunden. Upsa, Food droppen. Und dann haben wir das Schwein geholt. Er könnte mal richtig viel lernen. Oh Gott, Lag ist schon hart gerade. Richtig hart sogar. Ich glaube, wir spielen halt, also ist eine chinesische Flagge. Schon unwahrscheinlich, dass es wirklich ein Chinese ist, der jetzt um die Uhrzeit ein Spiel joint. Aber wäre schon möglich. 4 auf Bären ist eine Option. Auch hier können wir ein bisschen diagonal Mike schon. Ist aber bei Bären jetzt nicht so wichtig. Wie beim Holz. Weil man danach trotzdem noch relativ effektiv weiterarbeiten kann. Wir versuchen gerade Pop 21 zu spielen, was tricky wird. Ich versuche hier noch eine Runde zu gehen und versuche hier noch meine Schafe zu holen, die hier drüben sind, sehr wahrscheinlich. Das haben wir aber trotzdem nicht so gut gescoutet. Und wir haben ja vorher gesagt, dass Scouting sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, eins unserer Hauptziele schon mal verfehlt. Und wir versuchen immer so spät wie möglich Loom zu drücken. Pop. 20 wäre sogar drin gewesen dann. Und da sind die Schafe. Hätte ein bisschen günstigeres Scouting sein können. Aber haben wir schon alles gut hingekriegt. Gleich geht's hoch. Pop. Sieht nach einer ganz guten Zeit aus. Perfekte Zeit wäre 10:30 minus 50 Sekunden. Macht 49. Glaube ich, ist die perfekte Zeit. Wir wollen 10 auf Holz haben. Und er ist jetzt nicht gierig und will hier
meine Schafe haben, ne? Okay, genau. 10 auf Holz, 5 auf dem einen, 5 auf dem anderen. Haben jetzt hier uns ganz gut reingehackt. Können dann dementsprechend relativ effektiv da drin arbeiten. Haben hier das Dreiteil-Gold gefunden. Das ist immer ein neutrales, dementsprechend ist der Gegner von da relativ weit entfernt. Baut jetzt hier sein zweites Holzverlager, hat hier 5 drauf. Wäre keine klassische Build-Order für Man-at-Arms, wo man das zweite Holzverlager nur mit 3 hat. Dementsprechend erwarte ich Scouts von ihm. Oder Archer. Haben jetzt noch keinen guten Job gemacht, seinen Gold zu erkunden, weil wir einfach so schlecht gelaufen sind und deswegen so spät die Schafe hatten. Jetzt habe ich hier ein bisschen verkackt und echt eine gute Zeit gespielt anscheinend. Wir machen die Wirtschaftsupgrade sofort, macht man immer, wenn man auf Scouts geht, und brauchen das Haus relativ bald. Hat jetzt hier zwischen 2 Farmen der Kollege. Ich gehe wirklich von Scouts aus. Yep. Ist nicht auf. Ups, hab da daneben gedrückt. Er ist nicht auf Gold. Dementsprechend wird das der Stall sein. Versuchen ihn nochmal zu erkunden. Schicken jetzt hier was auf die Straggler. Und immer wenn wir die ausreichenden 60 Holz haben, bauen wir eine neue Farm. Darauf wundern ein bisschen Micron, wenn wir die Zeit haben. Und jetzt so ein bisschen Gedanken machen, da ist der Stall. Ich weiß, dass er schon ein paar Lebenspunkte verloren hat auf seinem Scout. Und deswegen gehen wir jetzt nach vorne und versuchen hier seinen Scout zu kriegen. Ich mache jetzt hier ein bisschen die Karte ein. Oder ich mache nicht die Karte, ich mache mich selbst ein. Ne? Und schön weiter die Felder bauen. Das ist ein neuer Scout. Oder sind das schon 2 neue Scouts? Ich glaube fast ja, ne? Interessant. Und hier wird ein bisschen weiter gemauert. Das ist der Lower P-Scout? Nö, auch nicht. Okay, er hat also einen ganz guten Start bis jetzt. Und jetzt muss gleich der 4. Scout da sein, deswegen laufen wir weg zu unserem Speerkämpfer. Wir haben jetzt ein bisschen Aggression gegen ihn, weil wir den Speerkämpfer gebaut haben. Schön weiter farmen. Oh boy! Und er hat schon 5 Scouts sogar draußen. Hat jetzt hier selber eine Menge gemauert. Und das ist ein Kampf, den wir nicht so lange nehmen können. Man wird hier ein bisschen weggelaufen wieder. Schön weiter die Farm bauen. Das ist das Wichtige dahinter. Ich glaube, ich muss sogar noch weiter weglaufen. Bis ich den Speerkämpfer habe. Weil derzeit hat er 5 Scouts und nicht nur 4. Obwohl einer von denen wenig Lebenspunkte hat. Jetzt läuft er da oben hin. Das kann ich sogar fast debaten. Und den weiter da lang laufen lassen. Ah, okay, will er nicht mal. Okay, dann kann ich auch zumachen. Nochmal hinten den schnappen. Das ist doch gut gelaufen für uns. Was wichtig ist bei Scouts, es gibt ja der Start-Scout, ist ja immer in Passiv. Und alle neuen Scouts, die rauskommen, sind aggressiv. Das heißt, da müsst ihr einmal zu einem Zeitpunkt den Stance verändern, damit alle den gleichen haben. Ist schon möglich, dass jetzt auch ein Speerkämpfer baut. Wir müssen hier die vorne weg, Mike, schon. Da haben wir ein paar mehr Schläge gemacht als er, glaube ich. Upsa. Das ist was schwierig zu erklären und schwierig zu lernen ist. Das müsst ihr einfach viele, viele Spiele machen. Jetzt haben wir hier einen Schlag. Oh boy. Und hier noch ein bisschen was zu leisten. Ja, schon ein interessantes Spiel. Wir gehen jetzt weiter auf Scouts. So einen richtigen Vorteil kriegt man da sehr selten. Mein Vorteil ist jetzt, dass ich wahrscheinlich komplett gemauert bin. Dann versuche ich das hier oben mir hinzukriegen. Und er ist fragwürdig, ob er gemauert ist. Ich versuche das jetzt schnell zu mauern, weil ich mir vorstellen kann, dass er da bald am Start sein könnte. Okay, er ist da mit seinen Scouts. Vorne müsste ich komplett gemauert sein. Das ist eigentlich für mich ganz gut gelaufen. Weil jetzt ist er auf jeden Fall
Also ich bin auf jeden Fall zu und er kann offen sein. Ja. Okay, wir gehen auf Gold. Wir kriegen jetzt keinen Schaden mehr, außer er geht jetzt auf richtig viele Bogenschützen, was ja auf lange Sicht nicht so schlimm ist, weil wir Perser sind und mehr Schaden machen gegen ihn. Und ja, das ist genau der Unterschied. Denn wir haben, er ist offen, wir haben einen schönen Spot gefunden, noch Schaden zu machen, schnappen uns hier die zwei Dorfwohner und sind hier wieder raus. Weiter auf Gold schicken. Und jetzt haben wir halt den Wirtschaftsvorteil, ne? Wir haben zwei Dorfwohner mehr. Wir hatten die ganze Zeit den Perser-Donus. Dementsprechend läuft unser Dorfzentrum weiter. Und mal schauen, ob wir noch einen schnappen können. Da hat er keinen Speerkämpfer. Da ist es nicht gut von ihm. Und ja. Jetzt sind wir halt drei Dorfwohner schon vorne. Plus Perser-Bonus. Also vielleicht sogar vier. Und wir laufen hier nochmal durch. Die zwei Speerkämpfer müssen jetzt dort an dem Fleck sein. Okay, Mauert da hinten das Gold. Da kommen wir nochmal rein. Ja, das ist eigentlich jetzt wahrscheinlich schon entschieden sogar, das Spiel, um ehrlich zu sein. Da hat er einfach... Das war der große Unterschied. Oh Gott, der Lag ist schon hart. Gold droppen wäre mal ganz geil. Hab schon ewig... Okay, anscheinend bin ich das Spiel auf Gold gegangen. Hat die Build-Order nicht ganz so gepasst. Okay, jetzt müssen wir schauen, ob er irgendwo ein paar Dorfwohner mit wenig Lebenspunkte hat. Wir machen sogar Forging. Okay, jetzt, ja gut, jetzt rennt er da rein. Da machen wir nicht mehr viel. Jetzt, die Scouts gehen halt immer drauf. Mal schauen, ob wir denn noch irgendwie suiciden können. Und irgendwo ein Dorfwohner kriegen mit wenig Lebenspunkten. Der hat 7 AP. Und die schaffen wir sogar. Das ist halt ein Riesenerfolg für uns. Und ich weiß nicht genau, wie viele Dorfwohner wir jetzt vorne sind. Wahrscheinlich so 6 oder sowas. Das heißt, von hier aus müssen wir nur noch ein stabiles Spiel runterspielen. Und dann haben wir es gewonnen. Das heißt, wir haben einen kranken Wirtschaftsvorteil. Er hat zwar den Armeevorteil, aber einen Armeevorteil, der ihm nicht so viel bringen wird. Wir gehen auf den zweiten Stall. Er hat sogar eine gute Ritterzeit hinterher gespielt. 20 nach 8 Scouts oder sowas. Das ist schon stabil. Aber ich glaube, er muss jetzt einfach eine riesige Aggression spielen. Und entweder Monk Rush verspielen oder irgendwie ein anderes All-In. Okay, er hat, hier haben wir gesehen, Bloodlines und das 1er Verteidigungs-Upgrade. Das heißt, wir sind da ganz gut aufgestellt. Seine Zeit ist einfach besser, weil er Italiener hat. Plus... Ich glaube, ich würde die Speerkämpfer sogar fast hier vorne haben. Und vielleicht kommt hier eine Aggression. Dementsprechend schicke ich mal meine Speerkämpfer raus. Und versuche hier den Forward-Will irgendwie abzufangen. Wenn da einer ist. Was schon nicht komplett unwahrscheinlich ist. Oh, das habe ich verkackt. Und... Ich glaube fast, wir bauen hier einfach mal ein paar Dorfzentren. Wirtschaftsupgrades, relativ wichtig. Auch nicht das Allerwichtigste. Okay, und er hat hier nicht mal eine Aggression gespielt. Okay, wenn wir auf Kamele gehen, wollen wir immer das Geschwindigkeitsupgrade haben. Ansonsten kann er ja immer von uns wegrennen und wir können nicht so gut raiden. Wo bauen wir jetzt das nächste Dorfzentrum, ist die Frage. Ich baue das jetzt einfach mal hier drüben hin. Könnte da ein bisschen mehr Gold sammeln. Und es ist schon auch nicht unwahrscheinlich, dass von dort irgendwie eine Aggression kommt. Und dann befinden wir das einfach ein bisschen besser. Backdoor, Hallöchen. Okay, dann geht auf Ritter. Auf 2 aber nur. Okay, er hat auch ein Dorfzentrum gebaut. Das heißt, er spielt nicht das All-In, was ich glaube, er hätte spielen müssen. Und wir spielen dementsprechend gleich ein Kloster hinterher. Versuchen es auf lange Sicht irgendwie was zu machen. Und ja, wir brauchen es eigentlich derzeit nur aushocken. Unsere Dorfzentren am Laufen haben. Und dann sind wir in einer sehr guten Situation. Können hier noch ein Upgrade machen? Weiß ich gar nicht, wie nötig ist es, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir kämpfen jetzt einfach noch nicht. Außer er läuft mit seinen Scouts drum raus. Und dementsprechend kämpfen wir da einfach den Hügel ein bisschen. Und... Ja, kommen einfach ähnlich in Kämpfe rein. Ne? Haben da drüben die... Wir sehen 3 Reliquien, das heißt, drüben links gibt es noch welche. Ich schicke mal meine Speerkämpfer raus, die machen jetzt eh nicht mehr viel in dem Spiel.
Was ich nicht, wirklich nicht weiß und wo mir auch noch keiner gute Antworten geben konnte, ist, wann machen wir das zweite Farm-Upgrade in so einer Situation? Weil wir jetzt schon eine Menge Farmen bauen, ne? Frage, sind es genug Farmen, um das Farm-Upgrade zu rechtfertigen? Was wir an sich bei Hera auch gelernt haben, ab Ritterzeit haben wir immer einen Dorfwohner, der dauerhaft Häuser baut. Jetzt bin ich ein bisschen spät dran, baue deswegen drei. Wir campen hier den Bereich, haben noch eine Reliquie gefunden, ganz gut für uns. Sag mir bitte, dass es auf der richtigen Seite rauskommt, guter Junge. Und jetzt greift er da drüben an, was mich jetzt nicht so heiß macht, muss ich sagen. Das ist nochmal die Palisade zum Checken. Oh, ich glaube, ich habe es verkackt, ne? Die Mauer. Ja. Aber schon alles okay. So, erste Reliquie eingesagt. Und ja, wir haben jetzt einfach das Geschwindigkeits-Upgrade schon. Und da würde jetzt einfach richtig viel Schaden nehmen. Sehen wir, haben wir eine Menge Scouts getötet. Schön weiter farmen. Und aktiv bleiben mit unseren Reliquien. Und wir haben einfach alle Vorteile der Welt für uns. Können ja sogar theoretisch... Wir schnappen uns wieder die Reliquie. Na gut, versuchen wir ein paar Bekehrungen zu kriegen. Er könnte ja theoretisch mit dem Scout uns fokussen. Dementsprechend versuchen wir direkt auf den Scout zu gehen. Jetzt hat er genau den anderen getötet. Sag mir nicht, dass ich beide verliere. Nee, meine ich. Ja, das ist doch ein ganz guter Clear-up für uns. Denken jetzt über Imp nach. Und jetzt können wir fast sogar aggressiv werden gegen ihn. Nicht, dass wir es jetzt wirklich bräuchten, aber einfach mal ein bisschen schauen, was er macht. Ihn ein bisschen punishen, wenn er zu wenig Armee gebaut hat. Er ist komplett gemauert. Oh. Das ist ein komischer... Die Uni können wir töten. Oh ja. Und nachdem die Uni fertig ist, können wir perfekt drücken. Gute Ressourcen für uns. Und jetzt müssen wir nur entscheiden, auf was für eine Armee wir gehen. Und ganz ehrlich, er geht auf massig Piken. Ich glaube, wir sind so weit vorne, dass es nicht so entscheidend ist. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, die zu haben schon. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter auf Stelle. Wir raiden überall. Weiter unseren Wirtschaftsvorteil ausbauen. Wir brauchen noch was dazu gleich. Aber da brauchen wir uns erstmal auch nicht so die Sorgen machen. Er baut hier so viele Schießanlagen auch. Was halt gegen Perser nicht so die beste Entscheidung ist. Und ja. Unser Wirtschaftsvorteil müsste gigantisch sein. Schön weiter die Farmen bauen. Alle Ressourcen auf die Karte kriegen. Relativ wichtig. Wir schnappen uns die nächste Reliquie. Jetzt können die Mönche ein bisschen was erkunden. Und ja, wir verlieren all unsere Ritter. Aber wirtschaftlich, ich glaube, es ist jetzt halt einfach mal so... Wahrscheinlich so 75 Dorfwohner gegen... Wie viel würde er haben? 50 vielleicht? Und wo ist denn der nächste Goldspot? Hier vorne. Das ist gar nicht mal so geil. Und, hier drüben baut er nochmal ein Haus. Okay. Hätten jetzt ein Argument machen können. Ist sogar offen? Nee. Doch, ist offen. Kann schon GD-Timing sein. Ne, okay, spielt's noch weiter. Okay, viertes Dorfzentrum haben wir gerade gebaut, wie ihr gesehen habt. Oh Gott. Okay, wir müssen aber noch ein bisschen was anderes bauen. Wir sind nicht so weit vorne, dass er jetzt automatisch aufgibt. Dementsprechend gehen wir noch ein bisschen Plänkler. Hier hinten ist immer noch auf, das heißt, wir können da entspannt langlaufen. Wir können weiterhin komplett raiden. Die Upgrades am Laufen halten. Ich evaluiere weiterhin bauen. Und immer schön weiter aktiv bleiben.
Wir machen gerade so viel Schaden gegen seine Wirtschaft. Verlieren da drüben ein paar Mönche so, aber fast schon. Hatten zusätzlich die Gruppe nicht drin. Und einfach weiter produzieren. Aktiv bleiben. Das ist ein guter Spot für eine zweite Schmiede. Weil wir jetzt eine Menge Upgrades haben wollen. Oh, da hat er sogar eine Burg. Ah, das wird interessant. Okay, was wir vernachlässigt haben. Auf dem Weg zur Imp kann man gerne mal... Okay, bin ein bisschen überrascht, wie eng die Punkte sind, um ehrlich zu sein. Auf dem Weg nach Imp kann man gerne mal... auf Stein gehen. Das wäre eine ganz gute Sache gewesen. Hätten wir nämlich noch schon eine Burg gehabt. Und er reagiert jetzt überall instantan. Macht er gut. Ja, ein bisschen wenig Holz. Er ist schon sehr, sehr passiv jetzt. Und was wollen wir haben? Vielleicht hier. Okay, was wir jetzt ein bisschen vernachlässigt haben, ist weiter Dorfwunder zu bauen. Aber kriegen wir auch hin. So viel Gold brauchen wir gerade nicht. Er hat die Bogen echt sehr gut gebaut. Einziges Problem ist, dass er noch nicht Imp ist. Hatte ich halt entschieden, das hier ein bisschen ruhiger anzugehen. Was wahrscheinlich ganz okay ist, weil er sonst auch einfach hätte direkt sterben können. Wir haben jetzt schon sehr, sehr wenig Lebenspunkte auf unseren beiden Rittertruppen. Das heißt, wir müssen auf eine dicke Frontattacke warten. Kaufen jetzt hier nochmal den Reststein. Um hier mal schnell die Burg hochzukriegen. Da auf dem Hügel. Wenn wir das vierte Dorfzentrum ein bisschen früher hinzugefügt hätten, hätten wir auch ein bisschen mehr Dorfwunder gehabt. Und dann wäre die Wirtschaft ein bisschen flüssiger gelaufen. Aber, glaube ich, passt am Ende auch so. Hoffen wir zumindest. Okay, jetzt ist der gute Zeitpunkt, wenn er abgelenkt ist, dass wir hier an beiden Fronten angreifen. Na? Aber er hat immer überall noch Einheiten rumstehen. Das macht er schon stark. Er reagiert ja überall gerade. Wenn das mal kein Smurf ist. Hier den Job brauchen wir nicht unbedingt. Und jetzt haben wir die 5 Reliquien gefunden, immerhin. Läuft das für uns. Und Zeit hier Triebwerke zu töten. Weiterhin schön die Wirtschaft im Laufen halten. Das ist relativ wichtig. Das ist jetzt auch wenig, was man beibringen kann. Das ist einfach so ein bisschen Makro, was halt laufen muss, ne? Und hier schmecken wir einen. Zweiten kriegen wir jetzt gerade noch nicht. Aber auch nicht so wichtig. Dumpring könnten wir klicken. Er repariert hier. Macht er ganz gut. Okay, da kriegen wir mal ein paar Raids rein jetzt. Und er kommt auf eine ganz gute Armee, um ehrlich zu sein. Später ganz gut. Und wir expandieren ein bisschen. Haben wir jetzt ein bisschen verplant hier vernünftig. Zu reparieren. Aber hat trotzdem gepasst. Er kam immerhin nicht auf das, was wir so ein bisschen. Wo wir ein bisschen Angst hatten. Slappers brauchen wir nicht so wirklich. Auf Genuys Crossbowman.
Okay, und ich glaube, das ist der Kampf, der es jetzt beenden könnte. Wenn wir jetzt hier seine ganze Armee kriegen. Er macht ein echt gutes Spiel, muss man ihn lassen. Gefällt mir ganz gut. Ist schon kein klassischer 1700er und er schreibt GG. Wir schreiben GG zurück. Und ja, es hat halt alles angefangen mit den sehr frühen Dorfwohnern, die wir getötet haben. Und dann haben wir unsere Wirtschaft einfach wirklich weit voraus. Und ja, dann war es halt nur noch die Frage, wie beenden wir das Game? Was sind die Chancen? Wie können wir es noch herschmeißen? Und ja, er hat einfach einen sehr wirtschaftlichen Approach genommen. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viele Ritter gebaut, haben hier den Hügel so ein bisschen vorher gekämpft. Ich dachte wirklich, nachdem er so weit hinten dran war, muss er mehr oder weniger ein All-In spielen in der Ritterzeit. Und er hat es aber einfach komplett offen gespielt und trotzdem geboomt. Was natürlich auch so ein bisschen riskant ist, aber dann ganz gut gepasst hat. Hat sich eine Chance gegeben für ein Comeback, aber meine Wirtschaft war einfach viel zu gut im Verhältnis zu ihm. Und ja, dann haben wir es gut runterspielen können. Aber ganz ehrlich, da hat er eine Menge sehr, sehr gute Aktionen gebracht. Hat schnell immer reagiert bei allen Raids. Also, ja, war ein stabiles Spiel auf jeden Fall. Von ihm. Oder ihr. Genau, ich war gemauert und er nicht. Das war halt der große, große Unterschied. Anfang für die Allzeit, würde ich sagen. Wirtschaft sehen wir, haben wir gerade Holz und Nahrung schon gut weit voraus. Imperialzeit, 6 Minuten Unterschied. Obwohl wir es nicht so gut genutzt haben. Wir waren einfach ein bisschen spät auf Stein. Hatten 40 mehr Dorfwohner, alle 5 Reliquien. War schon ein ganz guter Status für uns. Ja.